wollen Sie? Dass du zur Küste gehst. Los geht's! Cutler. Unsere Basis Cutler. Steht unter Beschuss. Die Produktion läuft. Jojo. Produktion abgeschlossen. Produktion Na. Abgeschlossen. So. Bauen wir hier gleich mal das Labor. So. Und wir können den Prisma-Panzer bauen. Wunderbar. Sehr schön. Ein wirklich mächtiges Fahrzeug. Ich glaube, das mächtigste, das die Alliierten bisher zustande gekriegt haben. Das ist echt nicht ohne, das Fahrzeug. Ist halt nur ein Problem, wenn man... Alter. Leute. Oh, die greifen nur mit Infanterie an, ne? Fällt euch das mal auf? Die greifen wirklich gerade nur mit Infanterie an. Die haben keine Panzer oder sowas dabei. Wirklich nur Infanterie. Produktion läuft. Also der Tipp von Cepit ist echt Gold wert, dass sich alle Einheiten auf einmal mit der D-Taste ja, wie sage ich das jetzt am besten? Dass sie sich damit verschanzen lassen. Das ist echt eine geile, geile Sache, ja? Muss ich schon sagen. Ich baue nochmal eine Raffinerie hier hinten. Unsere Basis steht unter Beschuss. Wir haben zwar da hinten schon ein... Ah, doch, jetzt hat er tatsächlich mal einen Panzer hingeschickt. Reparatur läuft. Okay. Nee, die brauchen wir nicht. Luftwaffe hat er nicht. Oder kaum. Gut, sie sind zwar da für die Raketenabwehr von der V3 und auch von den Dreadnoughts. Also, solche Raketen können die Flaks neuerdings auch abwehren. Das konnten sie vorher, glaube ich, überhaupt nicht. Solche Raketen abwehren ging, glaube ich, auch gar nicht. Weil die nicht als Einheiten für sich gezählt haben. Das hat man ja auch zum Beispiel vorhin in Pearl Harbor anhand der Flugzeuge gesehen von den Zerstörern und so. Die gelten nämlich auch als eigene Einheit. Weil, also, das heißt quasi, wenn man Zerstörer baut, dann kriegt man quasi ein zugehöriges Flugzeug gratis dazu. Sag ich mal so. So, dann können wir das nämlich verkaufen. Gebäude verkauft. Ups. Schade, ich dachte, das würde vielleicht so ein bisschen so, ja, angekratzt werden. Das war's dann. Nee, es zerpflückt es einfach gleich mal komplett. Ups. Ja, wenn man mal was austesten will, ne? War ich nicht. Ich bin unschuldig. Scheiße. Ups. Hervorragend. Es kam ein bisschen unerwartet. Nähere mich dem Ziel. Schon unterwegs, Sir. Ja, das habe ich mir gedacht. Fahrer bereit. Produktion läuft. Vorwärts. Jungs. Fahrer bereit. Unsere Basis steht unter Beschuss. Fahrt nicht Ewigkeiten und wirr durch die Landschaft, sondern seht zu, dass ihr da was hinbekommt. Commander, Fahrzeug bereit, wird gestartet. Ne? Produktion abgeschlossen. Waffen bereit. Waffen bereit. Schnell und teuer. Unsere Basis oh. steht unter Beschuss. Ja, oh. Schon unterwegs, Sir. Angriff ist gestartet. Feuerzone bestätigt. Feuerzone bestätigt. Feuerzone bestätigt. Jo. Selbst die Tesla-Spule hat dagegen Schwierigkeiten. Wie man sieht. Also nicht mal die hat eine Chance dagegen. Und auch die Terrordrohnen scheitern daran. Also daran sieht man schon, wie mächtig der Prisma-Panzer eigentlich ist. Und wie hilflos die sowjetische Technologie dagegen ist. Ja, das war klar. Jo. Und er verkauft. Sehr schön. Dann hat sich das gerade erledigt. Ja klar, es mag sein, dass er die platt macht, aber es hilft ihn auch nicht. Ich würde gerade sagen, Tanja, du willst doch bestimmt gerne ein paar Sowjets töten, oder? Oh. Ja, dagegen hat sie wohl keine Chance. Hier, Tanja, da ist doch deine Sparte. Ey, Panzer, da sind ein paar Sammler. Nimm die mal auseinander. Die fühlen sich so einsam. Das war Panzer, das war der Sammler Nummer 1. Unsere Basis steht unter Beschuss. Jo, wunderbar. Es dürfte es gewesen sein. Position wird gesichert. So ziemlich.
glaube ich. Oder? Oder ist hier noch irgendwas Russisches? Los geht's. Los geht's. Oh ja. Schnell und leicht. Los geht's. Oh Mensch. Was hat er denn da gehabt? Was auch immer es war, es hat sich erledigt. Jo, wunderbar. Geil. Schön. Eine Stunde Zeit, wir haben 17 Minuten dafür gebraucht. Ja. Lieutenant Colonel. Alter, das sind ja Aufstiege, das ist ja Wahnsinn. Sie haben St. Louis gerettet, bevor seine Bürger zu Schaden kommen konnten. 185 Gegner, 85. Aber er besiegt mich. Den habe ich gestern übrigens Cannon Fodder 3 aufgenommen. Sehr geiles Spiel, sehr geiles Projekt. Schaut bei ihm vorbei, es lohnt sich sehr. Durchschnittliche Zeit, eine Stunde. Wir haben 17 Minuten 13 gebraucht. Wisst ihr Bescheid. Die sowjetischen Truppen kapitulieren heute in zahlreichen Schlüsselgebieten. Wo erfahren Sie auf diesem Sender? Schalten Sie... Noch können Sie nicht aufatmen, Commander. Romanov hat natürlich immer noch viele Trümpfe. Natürlich. Anscheinend haben die Sowjets geglaubt, wir würden diese Forschungsstation auf Yucatan nicht bemerken. Diese Daten geben uns Aufschluss darüber, dass sie versuchen, Einsteins Prisma-Technologie zu kopieren. Ihr Ziel ist die verfallene Maya-Stadt Tulum an der karibischen Küste. Ein SEALS-Team mit Fallschirmen hilft ihnen beim Orten und Zerstören der Einrichtung. Ich denke, die Jungs werden ihnen gefallen. Oh ja. Also in dem Fall kann man tatsächlich sagen, ich mag ja normalerweise keine Nonnenbasis-Mission, aber die ist wirklich geil. Und übrigens, wir haben gerade gesehen, wir haben langsam die Grenze, die amerikanische Grenze überschritten. Wir haben die Sowjets aus den USA wieder rausgeschmissen. Oh, die SEALs, die sind klasse. Muss ich echt sagen. Also ich bin normalerweise, wie gesagt, kein großer Freund der Amerikaner, aber die SEALs sind echt... Ich glaube, man merkt auch, dass die... Bei den Alliierten, dass die Amerikaner das Prägende sind für das Arsenal. Gefechtskontrolle online. Ich glaube, das merkt man einfach. Achso, nein. Team 2 seid ihr natürlich. Ich verstehe nur nie, was sie da sagen. Sagen sie Hungra oder leck mich? Oder ich habe keine Ahnung, was sie da sagen. Also auf jeden Fall sind das Spezialeinheiten des Marine Corps. Ich glaube, das ist nichts Neues für euch. Ich glaube, die meisten kennen sich so ein bisschen mit dem US-Militär aus. Ja, ein Bart gefällig. Wie gesagt, das ist eine der wenigen Non-Basis-Missionen, wo ich tatsächlich sage, die sind geil. Die ist geil gemacht. Ich finde das übrigens auch immer interessant, dass wir Geld haben. Also, ich weiß zwar nicht, warum wir das Geld haben. Eigentlich brauchen wir das gar nicht großartig, aber gut. Ich nehme es gerne, so ist es nicht. Vor allen Dingen, das Interessante ist auch, ihre Kleidung passt sich so ein bisschen... dem Terrain an, auf dem sie unterwegs sind. Also sie haben jetzt normale, zum Beispiel ihre normale Kleidung an. Ich glaube, in Winterlandschaften haben sie ihre Winterkleidung an. Geil, Freiheitskämpfer. Oh. Commander, das SEALS-Team hat eine Gruppe örtlicher Freiheitskämpfer befreit. Sie waren so nett, uns den Standort der sowjetischen Forschungsbasis zu verraten. Und dafür haben sie verlangt, auf unserer Seite kämpfen zu dürfen. Da sind doch keine Bedenken. Nö. Da habe ich kein Problem mit. Vor allem, die bringen auch noch Panzer mit. Panzer sind auch besser. Panzer nehme ich gerne. Kommt ihr da durch? Ja, die Jungs kommen da durch. Flak, Flak, Flak! Wie kann der eigentlich von der... aus der Reichweite eigentlich ballern? Das ist mir ein Rätsel. Vor allem kommt mir das so ein bisschen klischeehaft vor, ne? Dass sie noch in solchen Hütten leben. Alter, hier sind so viele Rekruten unterwegs, das ist Wahnsinn. Aber das ist eben die Rote Armee, die hat viele Rekruten. Sind schlecht ausgebildet, haben seltsame Vorstellungen vom Militär, aber sie sind in Massen da. Und gerade wegen dieser Massen sind sie auch nicht zu unterschätzen. Das ist nämlich der springende Punkt. Eben wegen dieser Massen sind sie nicht zu unterschätzen. Fahrzeug bereit. Mist. Okay, wunderbar. Vorwärts.
Los geht's. Feuerzone bestätigt. Ich wollte gerade sagen, Jungs, macht mal bitte den. Ah! Das passiert mir wahrscheinlich. Das passiert mir immer irgendwie. Einer von den beiden geht immer flöten vorzeitig. Immer. Das ist schlimm. Das ist wie so ein Fluch. Immer, mindestens einer geht immer flöten. Manchmal gehen auch beide flöten, aber das ist. Ah! Scheiße. Ja, super. Ja, super. Schick noch die Flak rein, du Arsch. Jo. Das ist gemein. Ich starte mal die Mission neu. Das war echt gemein. Das war echt gemein. Der eine Panzer, der hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Scheiße. Egal, wir haben Zeit. Leute, wir haben noch nicht mal eine Stunde. Wir haben so viel Zeit. Komm, das ist jetzt schon die dritte Mission. Nachdem wir den Kasus Knactus bei Pearl Harbor überwunden haben. Kommt, Jungs. Zerstören Sie die Sowjetbasis, ja. Also ich kann mir aussuchen, ob ich die Ruinen behalten will oder ob ich sie vernichten will, okay? Alter, voll das Erschießungskommando hier. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass ich da so ein bisschen anfange zu schwärmen, ist, glaube ich, verständlich, oder? Warte mal, mit dem Ruin war, glaube ich, etwas. Wenn wir die erobern, können wir die, glaube ich, auch noch nutzen. Deswegen kriegen wir, glaube ich, auch die Ingenieure. Finde ich ja sowieso gut, dass man diese Möglichkeit hat zu sagen, ja, ich möchte die gerne haben. Geil. Commander, das SEALS-Team hat eine Gruppe örtlicher Freiheitskämpfer befreit. Sie waren so nett, uns den Standort der sowjetischen Forschungsbasis zu verraten. Und dafür haben sie verlangt, auf unserer Seite kämpfen zu dürfen. Da sind doch keine Bedenken. Nö. Soweit, so gut. Die werden wir brauchen. Und an dieser Stelle speichere ich jetzt auch mal. Alter, ist das geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gute Fortschritte kriegen. Also wenn das so weitergeht, kann das Spiel ziemlich schnell durch sein. Ehrlich gesagt. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ja. Also gut, der eine Fail war jetzt ein bisschen unnötig, aber gut. Oh. Ach, den darf ich auch lenken. Jungs, wie geil ist das denn? Warum sagt ihr mir das nicht, dass ich den auch lenken darf? Sag das doch. Lufttransport bereit. Als ob ich von selbst auf sowas kommen würde, weißt du? Feuer in Sicht. Das ist ja geil. Ja, Sir. Ich hab die Werkzeuge. Aufnehmen, absetzen. Jo, wunderbar. Ein Schuss, das Ding ist platt. Sehr schön. Wohin, Commander? Ziel bereit. Gefällig? Einheit, los geht's. Waffen bereit. Ich hab die Werkzeuge. Auf dem Weg. Heilige Mutter Gottes. Fahrzeug bereit. Eine Maya-Pyramide, das ist eine Prismakanone. Ja, und die wollen wir nutzen. Das geht nämlich. Wohin, Commander? Ich hab die Werkzeuge. Ich komm nicht zu spät. Na? Na? Geht doch. Ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Nö, zu einfach ist es nicht. Das ist genau richtig. Ich wusste es. Du miese Ratte, ey. Jo, wunderbar. Ich speichere nochmal eben. Ja, ich weiß, ich speichere wieder häufig. Ist aber in dem Fall gar nicht so verkehrt. Da ist die 4. Ja. Gebäude, ein Verstärkung eingetroffen. Ich hab die Werkzeuge. Pläne werden ausgeführt. Ja, oh. Fahrzeug bereit.
Gebäude eingenommen. Jo! Das ist geil, oder? Ich arbeite dran. Das ist doch super, oder? Ich finde das klasse. Da kenne ich mich aus. Komm, die Energiequelle nutzen wir auch noch, wenn wir schon dabei sind. Aber ich wäre ja fast geneigt, die russische Kaserne zu besetzen, ne? Gebäude eingenommen. Jo, das war die Tesla-Spule. Die ist auch außer Gefecht gesetzt. Wunderbar. Ballern wir den noch eben weg, dann hat sich die Geschichte ganz erledigt. Weißt du was? Obwohl, die Burn... Ach, Mann, oh. Hier gibt's auch keine, die irgendwie mal ein bisschen schlechter verteidigt ist, ne? Schade um die feine Meierstadt. Aber naja, gut. Geht halt nicht anders. Feind an meiner Seite. Ein Bad gefällig? Das ist zu einfach. Hab sie. Das ist keineswegs so einfach. Das ist genau richtig. Haben wir denn weitere Ingenieure gekriegt oder was war vorhin die Verstärkung? Sie sagte doch irgendwie was von Verstärkung eingetroffen. Ich bin ihr Mann. Warte mal, ich zieh mich mal eben kurz zurück. Sie sagte doch vorhin irgendwas von Verstärkung eingetroffen, oder nicht? Oder hatte ich mich da verhört? Kann natürlich auch sein, aber ich frage nun mal. Ich hab die Werkzeuge. Ich komm nicht zu spät. Ich meine, ich hatte irgendwas mit Verstärkung eingetroffen vernommen. Ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, ich habe mich einfach vertan. Ich würde so gerne die Kaserne erobern. Oh, hier stehen so viele Panzer. Wobei? Ich komme nicht zu spät. Ah, die sind verdammt schwach. Was wollen Sie? Sicht geklärt. Können wir mit den Hubschrauber? Sind unterwegs. Können wir mit denen die Panzer ausschalten? Manöver in Sicht. Das wäre ja natürlich eine schöne Möglichkeit, ne? Okay, die ziehen sich zusammen. Ja, das habe ich mir gedacht. Scheiße, zurück! In Reichweite des Prismaturms. Jo, jo, jo. Weg da! Ich komme nicht zu spät. Okay, jetzt baut er. Los jetzt! Gib mir Deckung! Ich habe die Werkzeuge. Ja, Sir. Transport bereit. Ich arbeite dran. Scheiß drauf, besetzt die Kaserne. Nein! Scheiße. Ein Bad gefällig? Manno. Wer ist dein Daddy? Hurra, hab sie. Ja, Sir. Wer ist dein Daddy? Mist. Hab sie. Ein Bad gefällig? Sonderlieferung. Ein Bad gefällig? Eingetroffen. Hurra! Das ist zu einfach. Mist! Einheit verloren. Es war zu einfach gedacht, wahrscheinlich. Lande! Ja, ich wollte nämlich Tesla-Trooper bauen. Mist. Plan ist natürlich jetzt voll nach hinten losgegangen. Ach, da hat er ja auch noch Kraftwerke, ne? Scheiße. Dann machen wir das so. Okay. Aber trotzdem, die Mission macht einfach Spaß. Die ist einfach klasse, finde ich. Die haben sie echt klasse umgesetzt. Kann man nicht anders sagen. Bumm. Bumm. Oh, 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 Kriegssammler! Ein Bad gefällig? Vor allem das Schöne ist, wir haben immer noch den Prismaturm, ne, der da oben ist. Ja, genau, der spawnt einfach aus dem Nichts heraus. Jo. Natürlich. Das war Glück gerade. Alter. Wäre er nämlich mit seiner Terrordrohne auf unsere Seals losgegangen, wäre es aus für die gewesen. Oh. Glück gehabt. Jo.
Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Zieht euch zurück! Ey, Panzer! Jo! Alter! Der ist auch wirkungsstärker als der normale Prismaturm. Heftig. So, jetzt können wir ganz normal hier die Dinger zerlegen. Panzer, zerleg die Raffinerie. Ist das geil. Ja. Forschungseinrichtung plus Basis ausgeschaltet. Was will man mehr? Pass. Wo kommst du denn auf einmal her? Auf dem Weg. Den habe ich vorher nicht gesehen. War klar. Hallo, ein Panzer ist ja wohl härter erfüllen. Ja. Es ist Command & Conquer. Was soll man dazu sagen? Na komm, mindestens ein verliere ich. Siehst du? Ich muss jetzt ernsthaft noch die Geschütze zerstören. Oh Leute. Hervorragend. Mist. Ey, Freiheitskämpfer, ihr wolltet doch eine Aufgabe, ne? Ja, komm, kommt mal mit, dann kriegt ihr eure Action. Geschafft. Los jetzt. Scheiße, ey. Hervorragend. Angriff wird gestartet. Auch schon wie die Mauer hier gebaut ist, Alter. Na komm, zerleg das ein Stück Mauer da, damit wir da die Geschützgeschichte ausschalten können. Komm. Och, Junge. Mensch. Alter. Jetzt zerleg alles drumherum, aber das, den Geschützturm selber? Nö. Mein Gott. Hervorragend. So, jetzt. Ihr kämpft doch für die Freiheit, dann setzt euch auch dafür ein. Am besten so. Einheit befördert.